42. Hallo Leute, heute nur ein ganz kurzes Flybeauty Mover Tutorial, wie man Quellen oder beziehungsweise Sources zu dem Programm hinzufügen kann. Das eigentliche Hinzufügen hier ist ultra easy. Das einzige, was man darauf beachten muss, ist, dass man die verschiedenen Simulationen dafür vorbereiten muss. Und dafür öffnen wir mal die Homepage. Denn hier sind alle Simulationen beschrieben, wie man sie installiert. Wir gehen hier auf Sources, auf Games. So, und hier suchen wir uns jetzt unser Spiel aus, beziehungsweise unsere Simulation, die wir mal installieren wollen. Gehen wir mal zum Beispiel Microsoft Flight Simulator 2020. So, und hier steht praktisch die Anleitung, die es dazu gibt. Na? So, Setup, hier steht eigentlich schon Setup, not required. Ja, das bedeutet, man muss eigentlich gar nichts weiter im Simulator einstellen. Was man braucht, wäre SimConnect. Das ist eine Schnittstelle. Insofern Leute, die schon, was weiß ich, kleine Bildschirme haben, Zusatzbildschirme, die werden das schon kennen. Oder wenn man einen Shaker noch zusätzlich haben möchte, das ist eine Schnittstelle, die praktisch kommuniziert damit. Das muss man installieren. Und dann, wenn man das getan hat, ist es erledigt. Da braucht man nichts weiter einstellen. Dann fügt man die Quelle nachher hinzu. Das zeige ich dann später. Und dann funktioniert das. SimConnect, ich werde euch mal das verlinken. Ich werde die Anleitung dazu und einen Direktlink zu SimConnect werde ich euch mal mit reinmachen. Sonst haben wir noch Air and Ground. Das bedeutet, wir haben hier zwei Profile. Da gehe ich nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. So, und dann noch Speed Effect in Tracks. Das ist... steht öfter mal, das sind so eine Art Tipps, ne, was man noch einstellen kann. Das wäre hier dieser Wert hier. Tracks are features with cards vibration, like flaps or landing gear. If speed is zero, there is no vibration. High speeds have more vibration. Increasing this value increases vibration for lower speeds. Das bedeutet eigentlich nichts weiter, dass man die Vibrationseffekte höher stellen kann, je langsamer man fliegt, wenn man diesen Wert hier hochstellt. Ne? So. Das war's schon zu Microsoft Flight Simulator 2020. Was können wir noch machen? Zum Beispiel, zum Beispiel DCS World. Hier haben wir nämlich einen leicht anderen Fall. Einmal will ich das mal einmal erklärt haben. Hier geht UDP. Das bedeutet, du kannst die MyFlyBT Mover Software auf einen anderen Rechner laufen lassen und die werden sich mit der Simulation nur über das Netzwerk unterhalten. Das geht auch. Geht aber bei vielen nicht. Ja, muss man schon dazu sagen. So, hier geht's zum Setup. Und zwar soll man die DCS, du FlyBT Mover, Lua-Datei, die soll man auf dem Rechner auf C, Users, Username, SaveGames, DCS-Script, Hooks reinkopieren. Wenn der Hooks-Ordner nicht existiert, soll man den erstellen. Wir können jetzt mal bei mir mal zum Beispiel machen. Ich meine, ich habe das ja schon fertig, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Na? C, Benutzer, das ist mein Name, gespeicherte Spiele, DCS Open Beta, Scripts, so. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen mehr drin, weil ich Sim Shaker benutze, zum Beispiel. Ne? So, und bei Hooks ist die Mover Lua drin. So, ich lasse das mal noch auf, weil wir da noch was zu beachten haben. Und zwar, wo steht es? Hier unten. Troubleshooting. Make sure you put the Lua file in the correct folder. Ist klar, ne? In den richtigen Ordner packen. So, make sure there is not another Lua file using the same UDP port. Ne? Ich bearbeite das mal. Und hier sehen wir den Port. Ne? 2124. Und kein anderes Lua-File darf den gleichen Port benutzen, sonst funktioniert es nicht. Und ich, wenn ich hier mal rausgehe, bei SimShaker mal reingehe, da ist der Port 2975. Ne? Ein unterschiedlicher Port, dann funktioniert das auch. So. Was haben wir noch? Air and Ground natürlich. Ja? Will ich dann nachher gesammelt erklären? Speed in Tracks ist wieder das gleiche. Kann man wieder den Speed-Wert verändern. So, und hier ist noch eine Info, ne? Use wind value for fans. It takes into account how much the canopy is open. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Wind benutzt, dann, also Lüfter benutzt, die sich anpassen können an die Geschwindigkeit, ne?
dann macht das bei der Simulation einen Unterschied, wie weit die Canopy, also die Haube, ja, vorne, die Pilotenhaube, wie weit die auf ist. Je mehr die sie öffnet, umso mehr Wind zieht rein. Coole Sache, definitiv. So, was haben wir denn noch? Was ist denn hier mal noch anders? Achso, das möchte ich auf jeden Fall mal nachzeigen. Das Lua-File, das ist mit in, wenn du das runterlädst, das Programm, das FlyBitMover, hast du einen Ordner, das nennt sich Source-Files. Ja, das ist die Datei, die man runterlädt und das Entpackte, das ist das Programm. Und hier in diesen Ordner Files for Sources, da ist die TCS to FlyBitMover Lua. Was ich schon im ersten Tutorial schon mal gesagt habe. Und das sind alles Dateien, also Simulationen, wo das der Fall ist, wo man was kopieren muss. Ne? Also hier Euro Truck, American Truck, braucht man gar nicht mehr drauf einzugehen. Das ist hier wieder der gleiche Fall. Kann ich trotzdem mal reingucken, ob es da was Besonderes gibt noch, aber so viel dazu. Was können wir als nächstes machen? Gehen wir drauf. Also der Corsa oder Competizione. Hier. Gar nichts. Ja, hier haben wir aber MMF. Das bedeutet, das muss auf den gleichen Rechner laufen. MMF bedeutet so viel wie Memory Map File. Das wird sich aus dem Speicher, holt sich das die Daten raus. Deswegen sollte es auf den gleichen Rechner laufen. So, was haben wir als nächstes? Project Cars 2, 3, Automobilista. Ja, ist alles eins. Genau, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir MMF oder UDP. Und das muss dann nur in der Simulation eingestellt werden. Dann startet man die Simulation, Cars, Automobilista. Ja, geht in die Option. Dann in Optionen ist dann nochmal ein Systemunterordner. Und dort kann man Shared Memory auf Project Cars 2 stellen und schon funktioniert es. Und schon ist es, wenn die Software auf den gleichen Rechner läuft, werden die Daten ausgespuckt. Das nutzt dann das MMF, ja, wieder das Memory auslesen. Und wenn man das aber auf einen anderen Rechner laufen lassen möchte, die Software, dann muss man das auf UDP stellen, auf Frequency One, Protocols, Project Cars 2 als Beispiel. Und dann geht das auch. Sehr einfache Geschichte. So, dann schauen wir noch mal schnell bei ATS rein. Pointer hier. So, genau. Genau, es muss auf dem gleichen Rechner laufen, weil es auf dem Speicher ausgelesen wird. Und man muss die Datei kopieren, ne? Wie wir schon gesehen hatten im Ordner. Was können wir noch machen? iRacing. iRacing, gar nichts. Ja, da ist gar nichts zu machen. Es muss auf dem gleichen Rechner laufen, wird wieder der Speicher ausgelesen, aber es funktioniert ohne weiteres Zutun. Ich weiß noch, bei Sturmovik war noch ein bisschen mehr. Genau, hier muss man nämlich noch in der INI was einstellen. Ja, man macht es einfach, was hier steht. Geht ja wahrscheinlich nur um die Ports. Und dann Telemetrie, Telemetrie hier. Ne? So. Und das sind die großen Verschiedenheiten. Also mehr gibt es hier eigentlich nicht. Große Unterschiede weiter. Dann können wir eigentlich jetzt direkt zur Software direkt gehen. Wir haben jetzt unser Spiel vorbereitet. Ja, wir haben entweder die INI bearbeitet, wir haben eine Datei reinkopiert oder wir haben das in Setup eingestellt. So. Und jetzt klickt man bloß eine rechte Maustaste. Dann auf Add, Source. Und jetzt, da das vorbereitet ist, ist das jetzt bloß noch ein Mausklick. Tatsächlich bloß noch mal ausklick. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel iRacing reinmachen, dann haben wir jetzt hier das neue Fenster. Gibt das mal hier so rüber. So, und dann ist das fertig. Ja, jetzt könnte man, wir haben das schon im ersten Tutorial gelernt, wenn wir jetzt hier ein Häkchen setzen, wird automatisch verbunden, sobald das Spiel gestartet ist. Ja, und da spielt die Reihenfolge eigentlich kein Problem. Das bedeutet, wenn die Software hier zuerst gestartet ist, dann erkennt die das, sobald man iRacing startet. Na? Wenn iRacing schon gestartet ist und man startet die Software danach, dann wird die sehen, ah, es ist schon gestartet und verbindet sich das. Na? So, ansonsten könnte man auch hier mit über Connect klicken, könnte man das direkt verbinden. Da die Software jetzt nicht gestartet ist, kann da auch nichts passieren. Na? So, und wenn die Software verbunden ist, dann wird die auch hier die ganzen Werte zeigen. Ja, so Lateral Speed, Lateral Acceleration, Lateral Acceleration with Gravity, Lateral Gravity. Also ist richtig toll. Jetzt machen wir das mal weg hier und jetzt machen wir mal noch ein Fluchprofil dazu. Eine Fluchsource, weil die ist ein bisschen umfangreicher. Wo haben wir das? DCS. Ja, machen wir DCS.
So, und hier ist es nämlich so, dass wir Air and Ground haben. Das bedeutet nichts anderes, als dass Ground so lange aktiv ist, solange die Räder den Boden berühren. Solange werden hier verschiedene Werte nur auf Ground, verschiedene Forces nur auf Ground sich verändern. Und sobald das Flugzeug in der Luft ist, abgehoben ist, geht es auf das Air-Profil. Ja, auf das Air, auf die Air-Eingang. Und das bedeutet, dass du in Flybe Mover ein Profil erstellen kannst für Ground und ein Profil für Air. Damit ist man sehr flexibel und kann das noch feiner, noch toller einstellen. So, und dann haben wir noch ein paar Optionen mehr hier beim Fliegen. Hier ist einmal klar, das ist hier, wenn die Software auf einem anderen Rechner läuft, da kann man sich die Ports IP und so ein bisschen anpassen. Da kann man ein bisschen individueller einrichten. Aber das ist eben nicht benötigt, wenn man das auf dem gleichen Rechner laufen lässt. Hier kann man Distanz from Pilot to Core. Ich habe es noch nie verändert, noch nie probiert. Ich vermute, das ist. Eigentlich bin ich sogar relativ sicher. Da kann man auch einen Filter drauflegen. Wo der Pilot sitzt im Vergleich zum Drehpunkt des Flugzeugs. Na, da kann man so ein bisschen so diese Rotation so ein bisschen noch ein bisschen realistischer gestalten. Aber im Grunde. So ist schon okay. So, und dann haben wir noch die Transitions zu Airspeed und Transitions zu Groundspeed. Das bedeutet, wenn jetzt das Flugzeug abhebt, wie lange das dauert, bis das Profil umgeschalten wird. Na, dass das umgefadet wird. So, und das hast du einmal zur Air und einmal zum Ground. Ja, das war's. Connect kennt er ja schon. Dann gibt es dazu nicht mehr viel zu erzählen. Und das waren die großen beiden Unterschiede: Fliegen und Auto. So, zum Abschluss habe ich mir gedacht, ich starte noch einmal in irgendeine Simulation, damit man dann mal sieht, wie das dann am Ende auszusehen hat. Na? Das Lua-File, das ist ja in der Anleitung bei diesen CCS so gewesen. So ein Lua-File muss man in einen Hux-Ordner reinmachen, unter gespeicherte Spiele, und schon funktioniert das. Ja? Dann klicken wir mal hier auf Fortfahren. Die Simulation ist aktiv. Jetzt klicken wir einfach mal auf Connect und siehe da, die Verbindung ist da. Und schon kommen von Air, ja, wir sind nicht am Boden natürlich, kommen die ganzen Forces rein. Hier alles in Meter pro Sekunde. Lateralspeed sind wir gerade bei 245 steigend. Und die Werte ändern sich natürlich je nach Lage des Flugzeugs, je nach Force und so weiter. Ja. So, ich hoffe, Leute, ich konnte euch was beibringen und wir sehen uns zum nächsten Tutorial. Macht's gut. Ciao, ciao.